Hallihallo und willkommen zurück zu Scala. Ja, letztes Mal habt ihr ja gesehen, haben wir hier diese Arrays behandelt. Dieses Mal wird es um was so Ähnliches gehen, nämlich um Collections. Und Collections sind eine coole Sache, denn sie vereinfachen uns das Leben enorm. Ja, und man kann hier einfach sagen, wir wollen eine Liste haben. Ah, und übrigens, das hier, was wir hier unten gemacht haben, das funktioniert mit allen Collections ganz easy. So, und die erste Collection, die ich euch zeigen möchte, ist eine Liste. Da geht nämlich dann sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Sowas hier, das ist genau das, nur dass es halt einfach eine Liste ist. Und diese Programme brauchen einfach furchtbar lange, bis sie gelaufen sind. Ja, also einfach eine stinknormale Liste so erstellt. Da kann man natürlich auch andere Sachen reinpacken, wie zum Beispiel, ich packe hier mal Characters rein. A und Character B. So, und jetzt geben wir die aus, dann kommt hier A und B. Achtung, wenn wir hier weitermachen wollen, dann, upsala, und dann hier sogar noch ein Integer reinpacken, das funktioniert auch, das gibt keinen Fehler, aber dann werden diese Characters hier automatisch in Integer umgewandelt. Und dann haben wir statt A und B haben wir halt 97 und 98 dastehen. Also wird automatisch irgendwie versucht, derselbe Typ zu erzwingen. Und da 5 nicht so easy, ja okay, es geht schon, aber A und B geben bessere Integer ab, als 5 einen Character abgibt. Genau, so. Was wir noch machen können, also nicht mit Listen jetzt, sind Sets. Achso, ich habe vergessen, euch die Funktionen der Liste noch zu zeigen. So, jetzt kann ich hier noch kurz euch die Funktion zeigen. A hat folgende Funktion. Drop würde einfach die ersten n Parameter, die ersten n Elemente fallen lassen. Also wenn ich jetzt hier auf der Liste A, die ja A und B enthält, also die Characters A und B enthält, wenn ich da Drop 1 aufrufen würde, dann wird einfach das vorderste Element fallen gelassen werden. Reverse würde umdrehen. Fold kennt ihr vielleicht und Map genauso kennt ihr vielleicht aus meinen Haskell-Videos, die möchte ich jetzt nicht alle nochmal aufrufen oder besprechen mit euch. Falls ihr wirklich Interesse an Erklärung zu diesen ganzen Listenfunktionen habt, dann schaut euch meine Haskell-Videos an. Ja, halt haufenweise Funktionen dazu. Und wir können jetzt hier auch noch ein Set erstellen und das funktioniert eigentlich ziemlich genau so wie die Listen auch. Der einzige richtige Unterschied liegt daran, auch zwischen Arrays und Lists, ist, dass eben diese Listen an für sich unveränderlich sind. Und also die Elemente drinnen schon, aber ja, die Liste an sich kann nicht mehr umgeschrieben werden. Und Sets hingegen sind, glaube ich, meine ich, nein, weiß ich, wenn man sie hier zumindest importiert, dann kann man Import, wie heißt die Klasse? Scala.collection.mutable. Set. So, dann hat man automatisch ein veränderliches Set, wenn man das oder Set, wenn man das haben möchte. Braucht man aber nicht. Ansonsten sind die auch unveränderlich. Genau. Funktionieren auch ziemlich genau gleich wie die Listen. Benutzt einfach das, was euch lieber ist. In Sets müsst ihr nur darauf achten, dass eben diese Dinger hier, die Elemente da drin, wirklich auch tatsächlich verschieden sind. Also sowas hier würde nicht funktionieren. Oder? Funktionieren, aber würde halt nicht. Ja, es würde halt alles auf einen Haufen schmeißen und wenn ihr das schon mal drin habt, dann wird es halt verlieren. Wohingegen, wenn ihr das Ganze als Liste macht, dann ist es halt einfach rekursiv gespeichert und wird durchaus ausgegeben. Also in dem Set sind halt Elemente, die doppelt sind, nicht erlaubt. Ja, dann haben wir noch als Collection die Map, wenn ich es hinkriege. So, Map, zum Beispiel könnten wir, warum nicht wieder Zahlen? 1 wäre 1, also würde abgebildet werden auf 1. 2 würde abgebildet werden auf 2. Und 1000 würde abgebildet werden auf 1000. So, und ja, diese Schreibweise bedeutet einfach bloß, wenn wir hier eben, wir bilden diese ganzen Werte hier ab und wir kriegen, wenn wir das alles ausgeben, einfach Tupel zurück.
Wir können hier dann auch mehrere Funktionen aufrufen drauf. Also wir können hier zum Beispiel Printline aufrufen und sagen, wie haben wir es genannt? A Punkt und dann haben wir Keys. Das wären dann die Schlüssel, logischerweise dann was? Ach so, ja, ich habe unten drunter noch diese Ausgabe hier, die habe ich vergessen rauszuholen. Also wir haben hier eben die Schlüsselwörter 1, 2 und 1000. Das heißt, wenn wir die benutzen, dann kriegen wir diese Zahlen hier zurück. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, Values aufzurufen. Wenn wir die benutzen, kriegen wir Map-like 1, 2 und 1000. Das sind dann eben genau die hinteren. Und ja, das war so viel einfach mal zu den Maps. Ihr kriegt dann noch ganz, ganz andere Funktionen. Ihr habt hier Drop auch wieder. Ihr habt ein Collect, Drop, Write, While, Exists, Filter. Filter ist übrigens ziemlich cool. Kennt ihr aber wahrscheinlich auch aus meinen Haskell-Videos, genauso wie Fold Left und Fold Right. For All, For Each ist dann wieder die Schleife, die wir darauf aufrufen können. Get ist die Funktion, die ihr höchstwahrscheinlich am meisten braucht. Wenn man hier jetzt get aufruft und dann eben zum Beispiel hier die 1 eingibt, dann wird sum von 1 ausgegeben. Sum ist ein spezieller Datentyp und wird oft mit non in Verbindung gebracht. Man hat die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, wenn wir jetzt hier aufrufen würden, darauf 3, was ja logischerweise nach 2 kommen würde, dann würde hier None zurückkommen. Und wenn man sich in Scala nicht sicher ist, ob auch ein Wert zurückkommt, also in Java gibt man dann einfach Null zurück, in Scala sagt man, okay, entweder ich gebe None zurück oder ich gebe vielleicht etwas zurück, ich bin mir aber nicht ganz sicher, dann gebe ich eben Sum zurück, was dann eben der Fall bei One war. Und One von Sum von 1 ist dann halt eben dieses Sum mit dem Wert 1 drin. Und da kann ich dann auch eben die Get-Funktion aufrufen. So, und dann kriege ich tatsächlich den echten Wert zurück. Ja, genau. Wenn ich mir dessen auch ganz sicher sein möchte, also wenn ich jetzt hier free eingeben würde, wird es abschmieren. Da kriege ich dann diese. No such element, wenn ich auf None ein Get aufrufe. Theoretisch könnte hier ein Sum stehen, aber da Free nicht enthalten ist, kriege ich hier einen None.get, das heißt, ich kriege hier einen Fehler. Und wenn ich das, wenn ich sicherstellen möchte, dass ich die eben auf keinen Fall diesen Fehler bekomme, dann kann ich, aber nicht sicher sein kann, dass es diesen Schlüssel tatsächlich gibt, dann kann ich hier einfach sagen, okay, ich mache A Punkt und dann contains. Contains und dann sage ich hier einfach, ich schaue nach diesem Key und das macht man dann logischerweise in der if-Abfrage. Und wenn hier false zurückkommt, dann ist halt dieser Schlüssel nicht drin. Bei one würde eben dieser Schlüssel drin sein, also true rauskommen. Das heißt, für one könnte ich dieses get aufrufen, wirklich mit dem Wert weiterarbeiten und ansonsten hätte ich einfach ein non bzw. ein sum, je nachdem. Da kann man sich dann aber nicht sicher sein. Gut. Tupel habe ich euch ja schon gezeigt. Man kann aber Tupel auch noch kreieren, wobei doch, die habe ich euch schon gezeigt in den vorigen Videos. Und ja, das waren quasi die meisten oder die wichtigsten Collections, die ihr so braucht. Am ehesten werdet ihr höchstwahrscheinlich die Listen brauchen, die ich euch ganz am Anfang gezeigt habe. Alles klar, dann hätten wir es mit denen und wir hören uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und bis dann, ciao, ciao.